Vanessa, kennst du schon die Marmeladenglas-Momente? Fragte mich meine Jugendmitarbeiterin Anfang des Jahres recht unvermittelt. Darauf habe ich erstmal gesagt, nee. Denn mal ganz ehrlich, bei mir stehen Marmeladengläser geöffnet im Kühlschrank, die ich hin und wieder morgens raushole, um mir was aufs Frühstücksbrot zu streichen. Allerdings, ob das so ein besonderer Moment ist, ich weiß es nicht. Ich bin ja bekanntermaßen keine Frühaufsteherin. Aber meine Jugendmitarbeiterin klärte mich sogleich auf. Marmeladenglasmomente, das sind die besonderen Momente, die du nicht vergessen willst. Wenn du was Schönes erlebst, dann schreibst du es auf einen kleinen Zettel und tust es in ein Marmeladenglas. Oder wenn du eine schöne Muschel findest oder einen schönen Stein. Und das machst du ein Jahr lang. Und am Ende des Jahres machst du das Marmeladenglas noch einmal auf und kannst dich erinnern. Ah, habe ich gesagt, das sind also Marmeladenglasmomente. Ich gebe zu, das Wort Marmeladenglasmoment, das ist mir irgendwie im Kopf geblieben. Das mochte ich irgendwie. Und ganz kurz nach dem Gespräch, an einem sehr nebeligen Sonntag, der so nebelig war, dass man eigentlich zu Hause die Couch nicht verlassen sollte, sondern mit einer Decke und viel Tee darauf liegen bleiben sollte, da habe ich dann doch mal meinen inneren Schweinehund überwunden und bin rausgegangen. Raus in den Nebel. Und ich muss es sagen, es war fantastisch. Draußen der Reif auf den vertrockneten Winterblättern. Die Sonne, die nicht ganz durch den Nebel durchkam, dieses besondere Licht. Ich fühlte mich lebendig und dachte, ja, das ist definitiv ein Marmeladenglasmoment. Letzte Woche saßen wir dann mit Jugendlichen zusammen, die gerade im Studium sind, die aber auch noch in der Gemeinde unterwegs sind. Und wir haben eine Zoom-Sitzung gemeinsam gemacht. Sie durften sich erstmal auskotzen. Alles, was scheiße ist im Leben, in der Schule, im Studium. Irgendwann habe ich sie sehr unvermittelt gefragt: Sagt mal, habt ihr eigentlich auch Marmeladenglas-Momente? Momente, die besonders schön sind, besonders wichtig sind, da wo ihr sagt, ja, da spüre ich irgendwie sowas wie die Süße des Lebens, das Lebendige. Die Jugendlichen guckten mich auf den Zoom-Kacheln erst einmal sehr verwirrt an, überlegten kurz und begannen dann zu erzählen. Eine fing an und sagte, ich hatte die Tage eine juristische Vorlesung. Erst habe ich gedacht, das wird ganz furchtbar. Aber dann wurden so viele schräge juristische Fragen gestellt, die so abgedreht waren von Sachverhalten, über die man sich nie Gedanken gemacht, dass wir alle lachen mussten. Es war schräg und es war lustig und es war schön. Das war ein Marmeladenglasmoment. Der Nächste sagte, ich habe dieses Jahr in dem Halbjahr ziemlich viel lange Schule. Aber schön ist, dass ich jetzt morgens zwar bei Dunkelheit das Haus verlasse, aber wenn ich nach Hause komme, wird es immer heller und ich erinnere mich wieder, dass es auch andere Tageszeiten als die Nacht gibt. Eine Studentin erzählte, ich saß in der Bibliothek, den ganzen Tag hat es geschüttet wie aus Eimern. Und ich war schon ziemlich entmutigt, weil ich ja wusste, irgendwann muss ich doch mit dem Rad heim. Aber in dem Moment, wo ich rausging, hörte es auf zu regnen. Und für einen kurzen Augenblick kam Sonne raus und ich bin trocken nach Hause gekommen. Das war ein toller Moment. Unser Vikar erzählte, wie er nach Saarburg zurückfuhr, auch bei Regen, über einen Hügel fuhr und auf einmal das Tal mitten in gleißendes Sonnenlicht getaucht war. Marmeladenglasmoment. Ich kann wieder mit dem Hund rausgehen, ohne Taschenlampe, am späten Nachmittag raus in den Wald. Das ist ein Marmeladenglasmoment. Ich habe den Jugendlichen aufmerksam zugehört, war erstaunt, wie oft das Licht darin vorkam, war berührt davon, mit welcher Klarheit sie auf einmal auf ihr Leben schauten und sagten, das war ein besonderer Moment. Der war süß, der tat gut, der hat mir Lebendigkeit vermittelt. Marmeladenglasmomente. Und in all den Momenten kam das Licht vor. Und ich dachte auf einmal, genau das ist es. Ich sollte viel mehr Licht sammeln. Und in der Tat, das mache ich auch mit so etwas Ähnlichem
wie ein Marmeladenglas. Wann immer Sonne ist, sammel ich Licht. Weil in einem Psalm heißt es, in deinem Lichte, Gott, sehen wir das Licht. In deinem Lichte, Gott, sehen wir das Licht. Amen.